Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und uns erwartet heute ein Spiel am ersten Vorrundenspieltag dieses Vorbereitungsturniers. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Das erste Spiel also in diesem Vorbereitungsturnier. Und jetzt werden wir erleben, wo sie stehen. Gehen mit großen Hoffnungen in die Noch. Da kommt der Pass. Sieht gefährlich aus. Oh, das könnte was werden. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit... Und er schießt! Klatsch! Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Sie haben sich einen neuen Mann für die Defensive geangelt. War vielleicht überfällig, ne, Buschi? Ja, da hatten sie auf jeden Fall Bedarf. Er wird sich stärker, stabiler machen. Kann er was draus machen? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. De Frey am Ball. Verdi. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Klasse Pass. Super dieses Zuspiel. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Wesley. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ballverlust. Gefährlich. Ballverlust. Guter Pass. Gut in den Lauf gespielt. Yilmaz. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Simone Verdi. Spiel geht mit Einwurf weiter. Dem hierbei. Geht nach innen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Klasse Pass. Was macht er draus? Da wäre Platz. Er ist frei, da kann was draus werden. Und er trifft nicht. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Und es wäre so wichtig gewesen. Kai Havertz. Rüdiger. Klar, das gibt hier Einwurf. Rüdiger. Dennis Zakaria. Defensiv machen sie es gut. Yilmaz. Super Pass. Geht dazwischen und hat den Ball. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Kai Havertz. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Ins Tor ausgeklärt. Sie bekommen die Ecke. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Ein schönes Tor. Vor allem haut er nicht einfach drauf, sondern platziert den Ball. Kurze Ecke. Da können sie klären. Stark gemacht, das könnte was werden.
die Chance. Das muss das Tor sein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schulmäßig. Ein super Kopfball. Tolles Tor, Buschi. Ja, da zeigt er, was er kann, Wolf. Gutes Timing. Klasse gemacht. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ja, schwacher Ball hier. Da trennt er ihn vom Ball. Die Chance auf den Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Verdi, dem hier bei. Kai Havertz. Jetzt der Vorstoß. Jetzt der Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Schöner Pass. Macht er gut. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Ja, könnte was werden. Gefährlich. Hereingabe. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Dem hier bei. Kai Havertz. Havertz. Der Angriff könnte was werden. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Kerem Demirbay. Super Pass. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke kommt rein. Er probiert es einfach mal. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Der Torwart spitzelt den Ball über die Querlatte. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Die Ecke kommt rein. Ne, da ist die Abwehr da. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich. Die zweite Hälfte läuft. Die Leverkusener mit dem Anstoß. Kann er was draus machen? Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Dem hier bei. Verdi. Wesley. Und das ist der Ballverlust. Pass zurück zum Torhüter. Sieht gefährlich aus. Ganz in der. Können Sie verkürzen? Noch ist die Chance da. Kai Havertz. Dennis Zakaria. Gut gemacht. Sie versuchen es. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Kurze Variante bei dieser Ecke. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Brillant gemacht. Super Tor hier mit dem Kopf. Da hat das Timing absolut gestimmt. Da kann er richtig Druck hinter den Ball bringen. Klasse Kopfball. Und der Ball geht rein. Ich würde sagen, ohne Abwehrchance für den Torwart.
Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jetzt der Vorstoß. Da können Sie jetzt flanken. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Chance lebt noch. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Bei Paco Alcácer sieht es danach aus, dass er nach Monaco wechselt. Wie bei solchen Nachrichten üblich, sollten wir erst einmal... Er schießt! Herr Parin, das bleibt gefährlich! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Was für eine Glanzparade. Wichtig, denn wenn der reingeht, dann ist das doch schon ein erheblicher Rückstand. Super Pass! Jetzt ist es gefährlich. Kai Havertz. Er schießt! Was für ein Tor! Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen. Klasse Tor. Ach, schöner Pass, direkt abgezogen. Super Aktion. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Jetzt gibt's einen Einwurf. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt kann er flanken. Da geht er vorbei. Ball kommt. Da passt er auf und kann klären. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Gefährlich! Da könnte jetzt eine Chance entstehen. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Also, ich würde mal sagen, der Ausgleich hat sie nicht lange beschäftigt. Ganz stark, Wolf. Sie liegen wieder vorne. So musst du auf einen Gegentreffer reagieren. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja, könnte was werden. Tolles Zuspiel. Klasse Pass. Yilmaz. Der ist drin. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Tor Nummer 3. Klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Gucke jetzt am Ball. Kai Havertz. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Schöne Aktion. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Das gibt Einwurf. Es wird einen Spielerwechsel geben, Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Kai Havertz. Und jetzt gucke Dennis Zakaria. Wesley.
Das könnte vielleicht was werden. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Amiri. Das könnte was werden. Jetzt schießt er. Chance zum Anschlusstreffer. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Kai Havertz. Havertz. Und jetzt gucke. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es wird einen Spielerwechsel geben, Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und es bleiben noch 5 Minuten. Und das ist der Ballverlust. Sie holen sich den Ballbesitz. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Dennis Zakaria. André Kramaric. Und jetzt der Schuss. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Fängt diesen Ball ab. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Hereingabe jetzt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Also, oh, der Torwart verliert den Ball. Durchatmen erstmal. Vielleicht der Anschlusstreffer. Gutes Timing. Wichtig, dass er da rausgekommen ist. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung.